Hallo zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier wieder. Hofe Bergmann Organics Farming Project ist wieder hier am Start. Ja, und wir machen genau da weiter, wo wir in der gestrigen Folge aufgehört haben. Wir verpacken unser getrocknetes Getreide und verladen die ganze Kiste dann auch schön hier auf unserem großen Tieflader. Oder Flachbettanhänger oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, parallel dazu ist immer noch unser, unser 900er beim Ansehen drüben auf der 10 unterwegs. Ist aber, wenn ich richtig weiß, inzwischen im letzten Vorgewende. Das heißt, oder er ist zumindest im Vorgewende, so müssen wir sagen. Also ist auf jeden Fall am Laufen alles. So, jetzt warten wir mal. Ich war doch wohl gerade sagen. Da haben wir doch noch Zeug reingekippt. Ja, wir gucken mal, wie weit wir da jetzt kommen mit der Verpackung und Verladung. Die stehen zwar jetzt sehr lose darum, also mit doch einigen Lücken zwischendrin, aber wir haben jetzt 2, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt 10 Pakete haben wir schon drauf. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir hier noch? 1000. Komm, dann lass uns mal, hier den Kollegen schnell mal auffüllen, damit wir da einfach gleich die nächste Runde weitermachen können. Getrocknetes Getreide. So, und während der da voll macht, holen wir hier das nächste Säckchen. Ja, wir haben aktuell auch sonst nichts zu tun. Solange unsere Felder jetzt nicht reif sind, können bzw. müssen wir uns mit solchen Sachen wie jetzt eben hier über Wasser halten. Aber wie gesagt, wenn wir dann na klar das Zeug verkaufen können, wenn der Preis gut ist, dann werden wir froh sein, wenn die Arbeit schon erledigt ist. Weil es ist halt doch einiges, was wir hier machen müssen. Na komm. Stellen den hier drauf, also ja, ich hoffe mal, dass wir noch 3 mal 2 drauf bekommen. Das wird dann schon sehr eng werden. Das wird dann eng. So, das sind die letzten Körner hier. Mal gucken, wird der noch voll? 1000, das passt genau. Das heißt, dann sind wir hier leer. Dann müssen wir gleich wieder da die Anlage befüllen. So wollte ich sagen. Mal gucken, dass wir die jetzt möglichst eng beisammenstellen können. So, aber das müsste doch jetzt eigentlich alles gewesen sein.
Das ist ein Sack mit Null. Okay, mal gucken, ob der sich weiter auffüllt, wenn wir da gleich nachladen. Einmal hoch mit dem Kollegen. So, ja, lassen wir den mal leer laufen oder beziehungsweise den Abfüller voll laufen. Bis nichts mehr rausgeht. Ja, ich denke, dass der jetzt gerade den Sack unten auffüllt. Deswegen läuft das jetzt alles ein bisschen langsamer. Aber das sollte dann alles passen. Da müsste, denke ich mal, bei 30.000 oder so irgendwo müsste er gleich stehen bleiben. Oder bei 27. Oh, weiß es nicht. Ja, irgendwann auf jeden Fall bleibt er gleich. So, ja, bei 30. Gut, dachte ich mir so irgendwie. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter hier wegfahren, damit wir mit dem hier immer noch einigermaßen gut rankommen. Ja, und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nach dem Raps, den wir ja jetzt angesät haben, wieder ja, Weizen machen, damit wir unser Business hier weiter fortführen können. Wir wollen ja reich werden dadurch, aber wir können, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, wenn wir schon hier auf die Füllung des nächsten Bags warten müssen. Wir gucken einmal nach dem getrockneten Getreide und Biogas ist immer noch nicht gestiegen. Ich verstehe das nicht. Getrocknetes Getreide sinkt gerade im Preis, das heißt, da werden wir auch definitiv noch nicht verkaufen, weil uns zwingt ja aktuell niemand, dass wir das Zeug weghauen. Deswegen ist die Devise, wir warten so lange, wie es einfach nur geht, bis der Preis wieder gut ist. So, während der hier macht, ja, guck mal, da wächst das schon. Oh, wenn das wächst, könnte doch. Ja, das halbe Feld. Ja, es ist halt nur das halbe. Ja, der ist auf jeden Fall auf dem letzten vorgewendet. Das passt ja schon mal. Aber ich finde es schade, dass da erst das halbe Rapsfeld reif ist. Aber wir können da klar trotzdem schon mal dann loslegen. Mit dem Drescher rüberfahren, sobald wir hier fertig sind. Das muss auf jeden Fall noch zwei Stück gemacht werden, damit der Trailer hier voll ist. Ich glaube, wir sind dann auch hier, was die Abfüllanlage geht, wieder leer. Genau. Da passen genau noch zwei Stück. Ja, guck mal, dann passt das. Dann können wir nämlich das restliche Getreide, was jetzt noch im Anhänger ist, das kippen wir erstmal wieder in das Silo zurück. Dann wäre das nämlich auch erledigt sozusagen.
So. Gut, einer noch. Wir können aber in der Zwischenzeit das hier schon mal entsorgen. Wobei entsorgen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ins Silo zurückkippen. Dass das Rohr keine Kolli hat. Hat es. Ah. Dann müssen wir es so machen. Gut, das funktioniert so. Der letzte. Für den ersten Schwung zumindest. Dann müssen wir gleich mal durchzählen, wie viel wir jetzt hier drauf haben. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 18, 18 Dingsens. Wie heißt das? 18 Big Bags. Achtzehn Big Packs sind 90.000 Liter. Boah. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. So, und hier haben wir jetzt, na klar, wie gesagt, schon ein halbes Feld mit Raps. Aber wie gesagt, auch halbe Felder können wir ja schon mal anfangen mit Dreschen. So, da der ja eh nicht, denke ich mal, so voll wird, lassen wir den einfach hier stehen. Und dann brauche ich den da. Den Drescher. Dann werden wir nämlich da gleich zumindest so weit wir kommen, das abernten. Das machen wir auch selbst. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Hairspray oder das andere Dingens, einen Helfer oder so zu beauftragen. Ach, der 939 ist fertig. Das Einzige, was wir, na klar, nutzen werden, weil wir ja faul sind, das wissen wir, das ist das GPS. So, passt an, los geht's. Ach, warte mal. Stroh-Ablage ist an. Genau, wir haben ja Rapsstroh drauf. Den Mod, genau. Da kriegen wir nämlich jetzt eine schöne Schwad hier. Und da wir ja genug Stroh aktuell haben, werden wir das Stroh pressen, schön zu ballen und verkaufen. Weg mit dem Scheiß. Brauchen wir nicht. Sehe aber gerade, der Drescher bräuchte vielleicht mal eine Wartung. Der
Dreher, wo ist er denn? Mensch. Wieso kann ich den nicht hier reparieren? Ah ne, den Drescher. Das war der Häcksler, wo ich gerade gewesen bin. Und das Schneidwerk machen wir auch gleich mit. So. Ja, ist jetzt nicht wirklich viel, was hier runterkommt. Es war aber auch zu erwarten. Es ist halt Raps. Und wir haben. Ups. War das hier nicht sogar. Ja gut, das Kalk, das wissen wir so. Ja, da kommt gleich Unkraut. Hier kommt. Ah, das ist Unkraut da oben. Das heißt, wir müssen auf der 10 Unkraut machen. Auf der 4 können wir es nicht mehr, weil es da schon zu weit ist. Ah, alles nicht schön, alles nicht schön. Aber wie sagt man so schön, da müssen wir durch. Augen zu. Ja, einmal werden wir noch hochfahren können und dann müssen wir schon wieder warten, dass der Rest reif wird. Ja, drei Bahnen, das sind dann knappe 40 Meter, die wir hier gedroschen haben von der Breite her. Und weiter geht's. Ja, dann können wir gleich im Grunde an den 900er die Ballenpresse dran knatschen und damit loslegen und ein bisschen Stroh pressen. Den können wir eben vom Feld runterholen. Der muss ja da jetzt nicht mehr all die ganze Zeit rumstehen. Tja, warten müssen wir eh. Wir können mal gucken. Ah ne, da ist Übersprung. Ne, dann warten wir jetzt definitiv. Da stellen wir den Drescher einfach unten auf die Straße. Oder mal gucken. Vielleicht reicht es von der Breite noch. Aber ob es reicht oder nicht, sehen wir morgen. Wir sind nämlich erstmal fertig für heute, ihr Lieben. Morgen früh geht's na klar weiter hier mit einer neuen Folge. Schaut einfach rein. Und dann sage ich, bleibt gesund und bis morgen.